Kommen jetzt zu einem weiteren Höhepunkt des heutigen Tages, und zwar das Internationale Institut für angewandte Bewusstseinsforschung gibt es jetzt schon seit mehr als 5 Jahren, wird dort im Team geforscht an verschiedenen Forschungsprojekten, und einige von denen werden heute vorgestellt, beziehen sich auch auf die Arbeiten von Nikolai Kozyrev. Ich möchte dem nicht vorweggreifen, Dr. Thorsten Ludwig und Markus Fromm. Und ich möchte zunächst Dr. Thorsten Ludwig auf die Bühne bitten. Er ist Experimentalphysiker mit spannenden Projekten, auch im Bereich freie Energie, aber immer solide Grundlagenforschung und Arbeit. Und er ist nicht der große Fan von vielen Theorien, sondern wirklich der Praktiker, der im Labor dann tatsächlich die Dinge zum Laufen bringt. Also ich freue mich schon auf euren Vortrag. Ja, herzlichen Dank für die Vorstellung und auch für die Einladung. Ich finde es sehr inspirierend, einen ganzen Tag hier über Kozyrev zu machen, und werde jetzt mehrere Sachen vorstellen. Zum einen werden wir hin und wieder einschieben eine Vorstellung von unserem Institut für angewandte Bewusstseinsforschung am Ende von meinem Teil. Also diese Stunde teilt sich jetzt auf erstmal in einen Teil, wo eine halbe Stunde, wo ich rede, und dann kommt mein Kollege Markus Fromm, der die zweite halbe Stunde bestreitet, und in der Mitte, also am Ende von meinem Teil, zeige ich auch nochmal ein Bild von unserem Institut, das wir zusammen mit Markus Schmieke und Marco Bischoff gegründet haben. Und gerade Markus Schmieke, muss ich sagen, war derjenige, der Kozyrev mit hineingeschrieben hat in unser Teil. Aber es ist, hier ist nochmal die Webseite und Kontakt und so weiter von unserem Institut. Da können Sie mehr nachlesen, insbesondere die neuesten Sachen finden Sie in dem Publikationsteil. Die allgemeinen Webpages sind nicht so, die ganz neuen Sachen sind dort nicht. Ich persönlich bin auch vor unserem Institut schon sehr interessiert gewesen an Kozyrev, und hier habe ich mal aufgelistet, was mich so motiviert hat. Und das eine war, ich habe erfahren, da ist jemand, der konnte messen die wahre Position von Sternen, also da, wo die im Moment sind, richtig messtechnisch, und dann eben auch noch gespiegelt davor und dahinter. Das haben wir eben schon erfahren, das hat mich fasziniert, und mit der Zeit habe ich dann eben mehr erfahren. In unserem Institut habe ich mich dann weiter eingelesen, und hier sind die Torsionswaage, hat sich herauskristallisiert, auch durch den Nikolai, der hier geredet hat schon zweimal, der hat uns auch die Torsionswaage besonders ans Herz gelegt. Aus der Literatur geht das nicht so hervor. Der Widerstandsdetektor, den wir noch kennenlernen will, steht da quasi genauso. Der Kozyrev-Spiegel spielt ja hier auch eine wichtige Rolle. Den habe ich dann später erfahren. Was mich auch dann, als ich mich länger damit beschäftigt hat, auch sehr überzeugt hat, ist dieser lunare Vulkanismus. Das darf man nicht unterschätzen. Da ist jemand, der in Russland auf einmal vorhersagt, der Mond in den 50ern hat vulkanische Tätigkeit. Vorher hat das keiner für möglich gehalten. In der gesamten Literatur, alle gingen davon aus, der ist erkaltet, da passiert nichts. Und aufgrund all seiner Theorien, die er also da in Sibirien auch, so wie ich das verstanden habe, hat er da auch Erfahrungen gemacht, tief nachgedacht. Das kam ja auch aus den ganzen Vorträgen jetzt schon heraus, ja. Und dann sagt jemand sowas vorher, dass es da quasi, dass das alles eigentlich ganz anders funktioniert mit der Sonne und dem Mond, und findet auch einen richtig soliden messtechnischen Beweis. Das fand ich natürlich sehr inspirierend. Ich werde jetzt noch gleich ein ganz klein bisschen auf diese kausale Mechanik eingehen. Ich wurde zwar angekündigt als Experimentalphysiker, das stimmt auch total, aber ich dachte, bevor hier die Formeln zu kurz kommen, zeige ich ein paar. Ja? Und dann kommt eben, das wird alles schön einfach, wir basteln eben tatsächlich diese Detektoren und machen damit Messungen. Ist unheimlich aufwendig und langwierig, und man braucht sehr, sehr viel Geduld. Den theoretischen Teil basiere ich ganz und gar auf diesem Artikel. Ich habe zwar auch in anderen Büchern, die hier gezeigt wurden, nachgelesen, auch der Levitsch und der Schikubalov,
die ich auch getroffen habe und gelesen habe. Aber dieser Originalartikel, den finde ich einfach, den kann man im Internet finden, den finde ich also sehr, sehr interessant. Vieles haben Sie schon gehört jetzt gerade, aber ich wiederhole einfach noch mal ein paar Dinge, weil ich das auch vorbereitet hatte. Und ich denke, man kann hier das ruhig noch mal auf Deutsch und anders sagen. Also Zeit ist hier jetzt nicht nur etwas, was wie in der exakten Wissenschaft, so sagt Kosireff, das einfach nur ein Intervall ist. Eine Sekunde ist genauso lang und wir beschäftigen uns mit nichts anderem, als wie kalt und lang diese Sekunde ist. Sondern hier bei Kosireff geht es eben darum, dass auf einmal die Zeit noch andere Eigenschaften hat. Und insbesondere ist er darauf gekommen, indem er sich mit Ursache und Wirkung beschäftigt hat. Und hier, das hatten wir schon, ja, also das ist, in der Wissenschaft wird das oft als einfach eine Kette von Ereignissen reduziert. Und für Kosireff war es eben so, eigentlich wird die Frage warum nicht gestellt, sondern es wird nur das Wie wirklich ergründet, einfach nur ganz, welche Kette an Ereignissen so hintereinander kommt. Und warum die exakte Wissenschaft überhaupt ernst genommen wird, ist, weil sie das so macht mit der Zeit auch, dass sie eine Vorhersage machen kann und sagen kann, okay, der Ball rollt und gleich ist er dort. Und daraus kann man eben Maschinen bauen und auch sagen, wie die funktionieren werden. Und das gibt dem Ganzen sehr viel Glaubwürdigkeit. So, jetzt gehen wir aber hier weiter. Das Kosireff eben sich darüber Gedanken gemacht hat, dass der Gleichgewichtszustand nicht erreicht werden kann. Insofern ist die Entropie für Kosireff sehr wichtig. Das werden wir nachher bei den Experimenten kennenlernen. Dort werden dann als Quelle von Zeitwellen und Zeitstrukturänderungen, wie Kosireff das sagen würde, zum Beispiel Mischung von heiß und kalt oder Verdampfung und ähnliche Sachen als Quelle genommen, um dann zu gucken, ob man das mit den Detektoren dann messen kann. Auch was ganz Wichtiges ist hier eben die Richtung der Zeit. Das ist für uns alle eigentlich ganz normal, die Zeit schreitet voran. Ja, aber in der Physik, in der normalen, sage ich mal, Mainstream-Physik, ist die Richtung der Zeit überhaupt ganz schwer festzulegen. Eigentlich gelten alle Formeln sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und Zeit ist sowieso ein ganz kompliziertes Thema und in einigen von diesen Publikationen werden auch vier verschiedene Sorten von Zeit, Minkowski-Zeit, relative Zeit, also Einstein-Zeit wird das genannt, oder die quantenmechanische Zeit wird so ein bisschen diskutiert und ich kann Ihnen sagen, die Physik hat große Probleme mit der Zeit. Kosireff hat eben da seinen ganz eigenen Blickpunkt und hat diese kausale Mechanik sozusagen erfunden und wir hatten vorhin schon die drei Grundaxiome. Machen wir hier nochmal kurz, also, weil darauf baut er dann nachher seine gesamte wirklich schöne Mathematik auch auf. Und das Erste ist eben nochmal, es gibt einen Unterschied zwischen Ursache und Wirkung, sonst ist es in der Physik egal, es gibt einfach Events und die reihen sich aneinander. Er sagt, nein, es gibt Ursache und Wirkung und es gibt eben diese Qualität der Zeitrichtung und es gibt auch Zeitstrukturen und Muster. Und diese haben, werden wir dann sehen, die unterscheiden die Zukunft von der Vergangenheit. Jetzt, das hier klingt auch so einfach, ist es aber nicht wirklich. Die Ursache und Wirkung haben immer einen örtlichen Unterschied. Dx, das werden wir dann, also Dx soll heißen, das können wir ganz, ganz klein machen, aber es wird nie ganz null. Ist für die, die in der Mathematik ein bisschen bewandert sind, die kennen das dort. Grundaxiom 3 ist eben hier mit der, es gibt auch einen Zeitunterschied zwischen Ursache und Wirkung und es klang vorhin schon an, also das erste Axiom ist eigentlich mit diesem unterschiedlichen Ort, das ist in der Newtonschen Mechanik, in der ganz klassischen Mechanik ganz normal, aber in der Quantenphysik gibt es das nicht. Da ist das nicht Voraussetzung und umgekehrt, das dt in der Newtonschen Mechanik ist dt, also der Zeitunterschied, null. Dort gibt es keinen Unterschied in Zeit zwischen Ursache und Wirkung, während in der Quantenmechanik, also da kann ein Atom an einem Ort bleiben und sich entwickeln. Da gibt es also Formeln, wo die Zeit dann so eine Art Entwicklung macht. So,
wenn man das jetzt zusammenbringt, dann sehen wir das hier nochmal, das nochmal aufgeschrieben. Und ganz unten führt Kursaref jetzt ein C2. Warum? Es gibt auch C1 und C3, das sehen wir gleich und dann sind wir auch fertig mit der Theorie. Also C2 hat Kursaref eingeführt und das ist sozusagen eine Größe, eine Geschwindigkeit von Ursache zur Wirkung. Wobei er eben diesen kleinen Ortsunterschied und den kleinen Zeitunterschied zu diesem C2, zu der Geschwindigkeit zusammenbringt. Und später hat er dann für sich erschlossen, dass das quasi eine Naturkonstante ist und diese Kette sozusagen ein Naturphänomen beschreibt. So, wo sind wir jetzt hier? Also es hat eine Einheit der Geschwindigkeit. Was ich noch sehr interessant finde, ist diesen Punkt hier. Er sagt eben, die Zeit hilft, um von dem Punkt der Ursache durch einen leeren Punkt zu kommen, also wo nichts passiert, hin zu der Wirkung. Das kann ganz schnell gehen und dafür ist eben diese C2, die Geschwindigkeit, dann nachher da, ein bisschen langsamer als Lichtgeschwindigkeit. Kursaref sagt, die C1, die normale Lichtgeschwindigkeit, ist quasi im leeren Raum, wenn gar keine Materie da ist, wie sich da Ursache und Wirkung bewegt. Und immer wenn Dinge tatsächlich vorhanden sind, dann kommt eben dieses C2. Und jetzt, das streife ich nur, damit Sie es mal gehört haben, er fängt jetzt an, daraus eben eine Mathematik zu bauen und diese Formel hier unten, ja, es ist quasi eine Vektorgleichung, I ist der Einheitsvektor und hier verbindet er die Geschwindigkeit, den Zeitunterschied und den Einheitsvektor und den Ortsvektor. Und warum ist das wichtig? Weil er durch diese Konstruktion dann nachher Schlüsse daraus zieht. Pseudoskalar heißt, eine Spiegelung am Ursprung oder eben eine Spiegelung an einer Fläche hat, ändert das Vorzeichen. Das kam vorhin in den Vorträgen auch schon vor. Da gibt es eben diesen Spruch, dass sozusagen eine gegensätzliche Zeitstruktur wäre so, als würde man unsere Welt in einem Spiegel sehen. Und er macht also jetzt dann einfache, anspruchsvolle Argumente und kommt letztendlich dann zu dem ganz wichtigen Schluss für die Experimente, ja, dass es eine Verbindung gibt zwischen Zeit und Drehung. Ja, das führt jetzt hier zu weit, aber dadurch, dass Sie es schon mal gehört haben, wenn Sie sich das mal angucken, dann werden Sie das sehen. Und er führt jetzt sozusagen, J ist ein Vektor, der mit der Drehung verbunden ist, senkrecht auf der Drehung steht und U ist die Drehgeschwindigkeit. Und wir sehen hier, dass sozusagen hier diese Zeitstruktur und diese Drehung miteinander verbunden sind. Und jetzt ist der allerentscheidendste Satz hier unten von Kursaref. Das erlaubt jetzt, dass wir experimentell die Zeitstruktur untersuchen können. Und deshalb ist auch die Torsionswaage, über die Markus auch noch sehr viel sprechen wird, unsere neuesten Forschung, ist so entscheidend wichtig. Und es gibt eben auch einige Experimente, die ich am Schluss in einigen Folien zeigen werde, die der Kursaref gemacht hat. Er hat da so an verschiedenen Erdpunkten mit Gyroskopen, also mit drehenden Dingern gearbeitet und wirklich ganz interessante Gewichtsänderungen und auch ein paar andere physikalische Sachen festgestellt, die sehr ungewöhnlich sind. So, jetzt haben wir also das ganz schnell, sind wir hier durchgegangen. Und was eben auch noch wichtig ist, es kam eben auch in dem ganzen letzten Teil des Vortrages nochmal raus, was heißt jetzt Zeit ist Energie? Kann man jetzt mit der Energie was machen? Kann man damit viel machen? Kann man damit wenig machen? Das sind Dinge, würde ich sagen, da ist es wirklich noch ein ganz spannendes Feld, was man jetzt mit Kursaref tatsächlich anfangen kann. Wichtig hier ist, dass Kursaref zu dem Schluss kam, Zeit ist eine Energie. Also sie tut wirklich was, sie ist auch wirklich aktiv, sie ist ein Player, sie ist ein Faktor, nicht nur ein Intervall. Hier nochmal für mich eben ein Charakteristikum seiner ganzen Theorie ist, dass es drei Lichtgeschwindigkeiten gibt oder charakteristische Geschwindigkeiten. Das eine ist die normale Lichtgeschwindigkeit Einstein, die wir so kennen. Das zweite ist eben Geschwindigkeit von Ursache und Wirkung.
ungefähr 350, 550 oder 2200 Kilometer pro Sekunde, im Gegensatz zur Licht 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das, die drei Zahlen, die ich genannt habe, sind so unterschiedliche Experimente gewesen und theoretische Überlegungen, die Kozyrev und seine Kollegen angestellt haben. Und das C3 ist auch sehr wichtig, die Informationsgeschwindigkeit. Kozyrev hat angenommen, C3 ist unendlich. Also wenn wir jetzt an Verschränkungen in der Quantenmechanik denken oder überhaupt, wie schnell kann Information ausgetauscht werden im Universum, da ging Kozyrev davon aus, es ist unendlich. Warum? Weil wirklich gar keine Materie und keine Energie involviert ist. Aber er war sich nicht sicher, deshalb hat er das C3 genannt und nicht einfach nur unendlich. Gut, das war jetzt also der theoretische Teil. Das hier ist jetzt eine charakteristische Kurve, die er mit seiner Torsionswaage, wo Markus noch sehr intensiv drauf eingehen wird, aber wir sehen auch gleich noch ein paar Bilder, im Prinzip ein hängender Faden, vielleicht hat der eine oder andere draußen schon mal geguckt, wir haben eine da, man hat also einen dünnen Faden und da dran ist ein Stab, an dem noch ein Gewicht ist, sodass es asymmetrisch ist und es kann sich drehen. Und hier sehen wir am Rand ein Maßwinkel, 45, 50, 55, 60. Und hier sehen wir so Peaks. Und so hat er in der späten Phase eben das Teleskop ausgerichtet auf den wahren Punkt, wo der Stern gerade ist. Habe mich schon mal mit den Experten unterhalten, das ist alles andere als trivial herauszufinden, wo ist der Stern gerade. Bei der Sonne ist es ganz klar, die Sonne ist 8 Minuten weiter als was, wo sie jetzt ist, die Sache ist ziemlich klar. Aber wie die Sterne sich bewegen und wo die dann in welcher Zeit sind, das ist kompliziert, weil es nicht unbedingt mit der Drehung und der Erdbewegung so direkt verbunden ist. Aber wir machen ja keinen Astronomiekurs hier. Das ist jetzt der Widerstandsdetektor. Hier dieser Widerstand, hier ist der Messwiderstand. Man hält also einfach ins Teleskop an einer bestimmten Stelle diesen Widerstand. Und es ist jetzt, sage ich mal, eine altmodische Messmethode, aber sehr effektiv. Wir haben hier das Messgerät in der Mitte und das nennt sich eine Wheatstone'sche Brücke, irgendwie 1800 irgendwas erfunden worden, ist aber sehr effektiv, weil man, wenn man das ausbalanciert, die beiden Seiten, eben in der Mitte sehr kleine Widerstandsänderungen feststellen kann, ist nicht so gut geeignet, weil wenn die Widerstandsänderung mal etwas schneller und größer ist, dann kann man die quasi nicht gut nachführen. In der Messtechnik würde man sagen, also da gibt es so Größen und eins ist eben, ja, wie stark kann meine Messgröße schwanken und wie hoch ist die Genauigkeit dann noch? Und da hat die Wheatstone'sche Brücke durchaus Schwächen, aber früher hatte man keine Alternativen, deshalb diese Anordnung. So, auch hier sehen wir jetzt wieder diese Peaks, verbunden mit bestimmten Ausrichtungen auf astronomische Körper. So, das ist sozusagen, was man in der Literatur findet. Jetzt haben wir angefangen, die Sachen selber zu bauen, mit Nylonfaden, evakuiertem Glasbehälter. Ich zeige einfach mal Bilder. Das hier ist noch eine frühe Phase, das ist so die zweite Generation. Wir sind jetzt bei der vierten, fünften Generation, die da draußen ist. Haben wir noch viele Sachen verfeinert. Man sieht hier diesen Stab und auch dieses Gegengewicht. Und hier, das sieht man nicht gut, gibt es einen kleinen, wirklich sehr dünnen Nylonfaden, so dick wie ein Haar ungefähr, ganz fein. Der Sinn ist, dass sich das hier möglichst frei drehen kann. Wir haben das Ganze auch sozusagen winddicht, nicht luftdicht, aber winddicht hier verpackt. Das Ganze eben ist hier noch ein Topf. Wir haben jetzt etwas wissenschaftlich aussehendere Teile verwendet, aber auch das war dadurch, dass man hier durch den Deckel gut reingucken kann, war das eigentlich auch sehr schön. Hier oben haben wir dann eine Kamera montiert später. Kommt es vielleicht hier schon? Ja, das hier ist eben noch die frühe Phase. Hier haben wir noch von außen eine Kamera, später haben wir die hier montiert. Was wir hier sehen, ist Temperaturmessgerät und hier haben wir heiß und kalt gemischt oder Wasser und Salz. Also Dinge, wo Entropie, wo diese Änderung des Zustandes besonders stark ist, die haben wir versucht als
sozusagen Zeitstrukturwellen Generator zu verwenden und hier drinne isoliert, sozusagen thermisch isoliert ist, ein Widerstandsdetektor. Einer der großen Probleme bei dieser ganzen Sache ist, wenn man sich anguckt, was hat COSIREF alles verwendet. Er hat alles, was er verwendet hat, sind im Prinzip, also er hat Piezo verwendet, er hat Widerstände verwendet, er hat, da fällt mir jetzt das deutsche Wort nicht ein, Thermocouples, das sind bestimmte Temperaturmesssensoren, wo man zwei Metalle aneinander tut. Was ist der deutsche Begriff? Thermoelement, danke. Und all diese Dinge, die er verwendet hat als seine Detektoren, sind auch genau die Dinge, die man verwendet, um hier die Temperaturen zu messen und so weiter. Und das macht es natürlich schwierig sozusagen, wenn jetzt diese Zeitstrukturänderung nicht nur meinen Detektor verändert, sondern auch meine Vergleichsmessung, dann wird es halt schwierig. Und das ist eine der Probleme bei diesen ganzen Sachen. Hier sehen wir jetzt nochmal oben die Kamera. Dann haben wir das aufgenommen, hier mit Software, die es auch erlaubt, eben ja, die Zeitlupe zu machen, nicht so, dass man nicht zu viele Daten hat. Es wird dann immer sehr umfangreich. Später haben wir dann auch noch automatisch ausgewertet. Ich weiß nicht, ob du das noch alles im Detail zeigst. Nö, dann erzähle ich das einfach nur. So, hier sehen wir auch nochmal so typische Anordnungen aus einer anderen Blickrichtung, die Torsionswaage, noch eine Torsionswaage. Hier ist sozusagen die Entropieänderung und hier ist der andere Detektor und das sind jetzt Kurven, die mühsam manuell aus den Bildern ausgewertet wurden, grafisch. Aber wir sehen, es geht eine Weile, hier unten ist Minuten, eine Weile ist die Torsionswaage sehr stabil und dann gibt es auf einmal hier diese Änderung, diesen Peak, der von der Größe her sehr vergleichbar ist mit dem, was COSIREF gemacht hat. Hier, wenn wir hier angucken, wie viel Grad, dann ist das vergleichbar, was wir da gemacht haben. Hier ist nochmal jetzt die Kamera zu sehen. Auch noch so eine Anordnung und hier ein weiteres Experiment, wo man aber nicht so viel sieht. Also da ist es schwer, jetzt eine Änderung zu erkennen. Hier, das ist doch schon sehr deutlich. Wir haben hier eine Entwicklung, das ist auch wieder vergleichbar mit den COSIREF'schen. Hier wieder eine Langzeitmessung. Da schwankt es hin und her. Das hier nach 100 Minuten haben wir dann auf einmal diesen Peak. Nach 100 Minuten ist natürlich die Frage, ist das jetzt da verbunden oder nicht? Gute Frage. Der Nylonfaden, der Fyodor hatte uns gesagt hier, das wurde aus echten Nylons gemacht, das haben wir auch ausprobiert. Inzwischen sind wir dann bei Kevlar richtigen Fäden gelandet, die uns jemand zugeschickt hat, weil er gedacht hat, das ist doch mühsam, das da jetzt rauszumachen, ist auch mühsam und nicht so effektiv. So, dann haben wir diese Farben hier und auch, dass wir das schwarz angemalt haben, dient alles, um die automatische Winkelerkennung, einfach um wesentlich mehr Daten auswerten zu können, haben wir da auf Software zurückgegriffen, die den Winkel automatisch berechnet. Ist aber nicht ganz so einfach, muss man ganz schön tüfteln. Und deshalb haben wir die angestrichen. Hier nochmal einige Teile, die wir hier für unseren Bausatz verwendet haben. So, was haben wir schon erreicht? Also die automatische Winkelauswertung funktioniert gut. Was noch nicht funktioniert, ist die Online-Winkelauswertung, dass man einfach so sofort sieht, so viel ist der Winkel. Das würde für die Experimente Vorteile bringen, das haben wir nicht. Aber wir können das auch übertragen per Fernsehen und das direkt beobachten. An den Nylonfäden arbeiten wir noch, deshalb ist jetzt auch sozusagen die Waage draußen, da ist beim Transport dann der Faden gerissen. Also wir machen dann unter Mikroskop und so wird das genau dann überhaupt dieser einzelne Faden verknotet oder verklebt, das ist tüftelig. Hier gehen wir jetzt zum Widerstandsdetektor über, nochmal die Grafik.
Da, um es zusammenzufassen, habe ich also jetzt Widerstände gesucht, die tatsächlich das hier versuchen wir jetzt mal den, ich habe nicht nur den Wert genommen, den COSIREF genommen hat, 5,8 Kiloohm, sondern was er auch angegeben hat, war, welchen Temperaturkoeffizienten jetzt der Widerstand hat. Und der wird eigentlich nicht wirklich angegeben, sondern wenn man jetzt einen Widerstand kauft, dann wird die Größenordnung vielleicht oder die Art und Weise des Widerstands angegeben, aber nicht exakt der Wert. Das habe ich dann hier selber ermittelt mit dieser Temperaturstabilisierung und man muss das eben sehr genau machen. Also das ist sozusagen die Messung auf 5, 6 Nachkommastellen. Und dann habe ich hier die Temperaturkoeffizienten selber ausgemessen und mir dann die Widerstände herausgesucht, die COSIREF am nächsten kamen. Na, hier gibt es also positiven und negativen Koeffizienten, je nach Bauform, ob es jetzt ein Kohlewiderstand oder ein Metallschichtwiderstand ist und. Und das Ganze habe ich dann mit Aluminium abgeschirmt. Das Aluminium spielt bei COSIREF eine sehr große Rolle. Deshalb ist auch der COSIREF-Spiegel aus Aluminium, weil diese Zeitwellen einfach durchs Aluminium beeinflusst werden. Sie werden davon reflektiert und gebündelt oder abgeschirmt. Auch hier die Temperaturisolierung spielt eine sehr wichtige Rolle, weil man möchte ja eben nicht, dass einfach eine Temperaturänderung jetzt diese Peaks auslöst, die man da messen will, sondern man möchte ja wirklich die Zeitwellen messen und das ist bei diesem Widerstand sehr schwierig zu unterscheiden und hinzukriegen. Das hier ist jetzt ein Gerät, was ich verwendet habe. Das ist sozusagen eine aus den 50er Jahren ein Hewlett-Packard-Gerät mit einer sozusagen superpräzisen halb-Wheatstone'schen Brücke. Ganz schwer zu kriegen, so ein Gerät. Und da kann man hier dann auf 6 Kommastellen den Vergleichswiderstand einstellen und kann dann hier das abgreifen. Ist natürlich, wie gesagt, wenn man das einmal richtig eingestellt hat, ist das super empfindlich. Aber dann ändert sich die Raumtemperatur um 1 Grad und man ist total am Nachjustieren. Macht nicht so viel Spaß. So ein Gerät macht viel mehr Spaß. Das ist jetzt hier so ein modernes, sechsstelliges Multimeter. Damit kann man das auch machen und dieses Gerät sozusagen, da kann sich der Widerstand also um 500% oder um 10.000% ändern. Das macht das Gerät mit, ohne irgendwelche Probleme zu machen und ohne, dass die Genauigkeit in irgendeiner Weise beeinträchtigt ist, während bei der anderen Anordnung, da ändert sich der Widerstand um 5 oder um wirklich einige Promille nur und schon ist man völlig am Nachjustieren, weil nur die letzte Kommastelle, die siebte, ist sozusagen das Einzige, was man messen kann. Gut, das sind alles Details. Was Sie wahrscheinlich am brennendsten interessiert, was ist denn rausgekommen aus der ganzen Sache? Ja, außer, dass es schwierig ist. Eigentlich mehr oder weniger, dass es schwierig ist. Ja? Und wenn wir jetzt... wir haben ja jetzt kein so ein tolles Teleskop gehabt wie der COSIREF und so, deshalb sind jetzt für uns diese Sternsachen nicht zugänglich gewesen. Das würde ich gern nochmal machen, haben wir aber einfach im Moment den Setup nicht für gehabt. Die Sachen mit der Temperatur habe ich schon dreimal erklärt, dass das sozusagen, wenn man das jetzt im Raum nebeneinander macht, wir haben dann den Vorotkopf getroffen 2010, auf der Konferenz in Zürich war ich auch gewesen und mit denen haben wir uns da unterhalten und die haben uns dann Tipps gegeben, wie ihr müsst das am Aluminium reflektieren lassen und ganz woanders hinstellen und eine Barriere dazwischen stellen. Haben wir dann auch gemacht und was wir hier gesehen haben ist, man sieht schon Peaks nach einer Weile. Ne, es gibt eine Änderung. Ja, so, was ich noch erzählen wollte, ist, bevor dann Markus
mein Kollege, über die neueren Sachen, denn das waren ja die älteren Torsionswagen. Wir machen jetzt interessante neuere Experimente, über die wird er gleich eine halbe Stunde sprechen. Möchte ich noch kurz erzählen, was wir im Moment hauptsächlich machen. Wir sind dran an einem wichtigen Experiment, und zwar heißt es die mentale Kontrolle eines einzelnen Elektrons. Und das bauen wir im Moment auf. Da wollen wir einzelne Atome beobachten und dann schauen, ob man mit Gedankenkraft den Spin ändern kann. Da finden Sie auch Informationen auf unserer Webpage zu. Das ist in Kollaboration mit einem Professor von der Texas A&M Universität aus Texas. Und da geht es eben darum, einen einzelnen Spin sozusagen, den einzelnen Spin zu ändern. Hier ist der Professor, hier ist die Grafik nochmal, und im Vakuum mit diesen vier Stäben macht man dann eine, das nennt sich Ionenfalle, und da kann man die über Tage speichern und im Laserstrahl dann beobachten. Ist ziemlich aufwendig. Wir haben gedacht, wir bauen das mal eben in einem Jahr. Jetzt haben wir 3 Jahre rum, haben auch 600.000 Euro ausgegeben ungefähr und brauchen noch länger, aber es wird dann ein wirklich sehr, sehr physikalisch interessantes Experiment, wo wir hoffen, die Wissenschaft erschüttert und viele Wissenschaftler auch darauf aufmerksam macht, dass hier ein wesentlicher Faktor noch nicht richtig betrachtet ist. Das Ganze machen wir in der Nähe von Berlin. Wer noch ein bisschen mehr sehen möchte, kann bei YouTube Forschungszentrum Kolberg eingeben und da einen 10-Minuten-Clip sehen, wo wir in den Labors sind und ein bisschen die Umgebung zeigen, und man sieht, was wir da so machen. Ist ganz hübsch und ganz interessant. Gibt es inzwischen auch auf Englisch. Hier sitzen wir, Markus sitzt ja hier oben bei Neuruppin. Wir sitzen also genau am anderen Ende, hier unten in dem Seengebiet am schönen Kolberg. Ja, und das machen wir. Einige waren auch schon da, die hier waren, wenige, und jeder kann gerne kommen oder auch mitmachen bei unseren. Wir brauchen also immer wieder auch Leute, die unsere Geräte beeinflussen, auch die Torsionswagen. Das wird der Markus gleich erklären, wofür die wir im Moment einsetzen. Und ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und gebe weiter an meinen Kollegen Markus Fromm. Hört man mich? Ja, sehr schön. So, hallo, ich bin der Markus Fromm. Ich rede jetzt hier über den zweiten Teil, wo es mehr um die neueren Experimente geht und wie wir das jetzt weitergemacht haben, weil am Anfang war die Schwierigkeit, das nachzuvollziehen, was da in Russland passiert ist. Es war ganz vordergründig die Publikation auf Russisch. Der Sprache bin ich nicht mehr mächtig, Thorsten auch nicht, und wir haben dann mit 2009 hatten wir auch mal sowas auf dem Schloss Krenzlin, so ein kleines Kosirev-Symposium. Das war mit dem Fjodor Kosirev in 2009, you remember? Yes. Und da haben wir eben halt Input bekommen, und diesen Input haben wir umgesetzt und haben dann eigene Torsionswagen gebaut. Ich werde noch auch ganz kurz über das Institut reden, aber wirklich nur ganz kurz, weil das ist jetzt schon angesprochen worden. Dann vordergründig halt über die Experimente, und auch unser Steckenpferd sind ja auch die Zufallsprozesse mit Rauschdioden und wie man das kombinieren kann. Genau, das Institut ist im September 2008 gegründet worden und befasst sich vordergründig mit der Erforschung von Informationsfeldern und Mind-Matter-Wechselwirkung. Das ist halt der Unterschied zu den Sachen, die Kosirev gemacht hat. Da geht es halt eher um Matter-Matter-Wechselwirkung. Ne? Die reale Position des Sterns hat einen Einfluss auf den Widerstand oder auf so eine Torsionswaage. Hier wollen wir das wirklich mit dem menschlichen Bewusstsein über Meditationspraktiken und über Bewusstseinseffekte machen. Uns geht es halt auch darum, das eindeutig zu zeigen, dass das geht,
und das auch qualitativ und quantitativ zu zeigen, dass das geht und wie das geht, um dann auch später Anwendungen zu machen, sei es in die Richtung eigene mentale Kraft zu testen, gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, das zu machen. Wir haben verschiedene Gebiete, Forschungsprojekte am Institut. Das, was gerade Thorsten gesagt hatte, damit beschäftigen wir uns zurzeit mit der, ja, da stecken die meiste Zeit rein, die mentale Beeinflussung eines einzelnen Elektrons, weil das sehr aufwendig ist, es aufzubauen und das am vielversprechendsten ist. Das war mal eine Idee, einen Lichtschalter auf der Bewusstseinsresonanz zu bauen, weil das halt eine eindeutige Sache ist. Das kann jeder mitnehmen nach Hause und er denkt Licht aus und das Licht geht aus und er denkt Licht an und das Licht geht an. Aber davon sind wir wahnsinnig weit entfernt, aber das ist mal so eine, da kann jeder das selber nachvollziehen. Mit dem Professor Tiller haben wir zusammen pH-Wertbeeinflussung des Wassers gemacht, auch über Fernwirkung, gibt es auch Publikationen dazu. Dann die Versuche von den PEAR-Institut in Princeton, Brenda Dunn, Robert Jahn, haben wir weitergeführt mit Rauschdioden und eben halt Experimente mit den Torsionswagen. Das Bild hat man gerade gesehen. Hier gehe ich jetzt auch nicht drauf ein, das haben wir jetzt auch genügend besprochen gehabt in den vorherigen Vorträgen. Entscheidend ist, dass man eben halt mit dieser kausalen Mechanik auch was machen kann. Es kommen Vorhersagen und man kann diese Vorhersagen testen, eben mit diesem elektrischen Widerstand. Torsionswaage, Gyroskope gehen ja dann auch in diese Richtung, Torsionsbewegung, Drehbewegung und eben Reaktionsraten von chemischen Prozessen, also so dynamische Gleichgewichte. Das ist eine, wie gesagt, von der älteren Generation. Da ist noch eine interessante Sache, die Thorsten nicht erwähnt hatte. Das hier ist mit so Graphit beschichtet worden. Wir haben das auch mal probiert mit einer Sprühfarbe. Da dreht sich dann nichts mehr richtig da drin. Also das ist auch schon mal sehr interessant gewesen. Das ist quasi je nachdem, was man da in den Topf reinmacht, das auf die Drehbewegung Auswirkungen hat. So, das ist jetzt die neuere Version, so wie sie auch draußen steht. Das ist eine Vakuumglocke. Man kann also noch gut reingucken. Aber man kann auch abpumpen, man kann das jetzt luftdicht verschließen, so wie es jetzt aufgebaut ist. Das ist der Zeiger, der hängt hier wieder runter von so einem Gestell, ist er oben befestigt mit diesem Kevlarfaden und hier unten ist jetzt die Kamera. Und wir gucken quasi von unten nach oben und sehen die Drehbewegung von dem Zeiger. Hier ist nochmal näher rangezoomt. Der Aufhängepunkt ist in dem Fall genau hier. Und nur durch die Asymmetrie, die Asymmetrie zwischen dieser Länge und dieser Länge und das Gewicht ist ja dann, der Hebel ist der gleiche, aber hier haben wir halt die Hebelkraft ist die gleiche. Aber wir haben halt hier einen längeren Hebel und hier ein größeres Gewicht und deshalb ist es austariert. Aber in der Ebene führt es eben halt zu einer Asymmetrie und das kann zu einer Drehung führen. Eine der Schwierigkeiten ist, dass diese Waage sich auch bewegt, wenn wir nicht beeinflussen mental. Ja, das ist halt nicht jetzt so, dass sie sich andauernd dreht, weil das hier sind ja jetzt schon Tage. Und es gibt so Plateaus, auf die sich bewegt. Dann gibt es hier, ich zeige gleich mal den Film dazu, ganz heftige Bewegungen. Dann ist es wieder mal still und dann bewegt sich es wieder. Es sind auch nicht immer die gleichen Abstände, aber irgendwas passiert da. Und man ist halt immer nicht so richtig klar, wenn wir jetzt das beeinflussen, ist das jetzt die mentale Kraft oder ist das irgendein kosmisches Ereignis was da ist? Wir haben ja gehört, dass andere Prozesse auch diese Bewegung auslösen können. Das ist halt schwierig rauszukriegen. Dazu gab es...
So sieht das aus. Ja, also das ist der Zeiger, der hier, wir gucken quasi von der Kamera nach, von unten nach oben. Und der ist halt jetzt eine ganze Weile ist er ruhig, fängt jetzt an zu zappeln. Und das ist jetzt Zeitraffer, aber das ist trotzdem beeindruckend, weil der halt mehrere Drehungen macht und wieder zurückgeht und dann auch wieder stehen bleibt. Und das kriegen wir mental hin. Das zeige ich dann auch nochmal eine Grafik dazu, wo dann auch wirklich kurze Zeitabstände sind, zwischen dem jemand beeinflusst das und es dreht sich. Aber es passiert eben halt auch, wenn niemand dabei ist. Und das ist ein riesengroßes Problem an diesen ganzen Experimenten. Genau, und am Ende ist er wieder still. So. Hier ist zum Beispiel eine Sache, das Experiment ging nicht sehr lange. Die blaue Kurve ist der Winkel, irgendeinen gedachten Nullwinkel, und da legen wir den, oder wir messen dann den Winkel zwischen der Nullgeraden und dem Zeiger. Das heißt also, das gibt die Drehbewegung wieder von dem Zeiger. Die grüne Kurve bedeutet CO2-Konzentration im Raum. Das heißt, hier hat die Versuchsperson den Raum betreten. Und hier hat die Versuchsperson eine ganz konkrete Beeinflussung also vornehmen wollen. Gedacht, Zeiger soll sich nach rechts bewegen. Der Zeiger hat sich dann auch in der Kamera was spiegelverkehrt, aber für sein Sichtfeld hat sich der Zeiger nach rechts bewegt. Er hat sich quasi hier in der Mitte angefangen zu bewegen und hat sich danach auch weiter bewegt, nachdem das Experiment, also der Versuch beendet worden ist. Ja, hier ist auch kurz im Anschluss ist dann, hat die Versuchsperson das Labor wieder verlassen. Das ist eine längere Geschichte gewesen bei dem Herrn Dr. Volkermar. Blau ist wieder die Torsionswaage. Hier ist das Interessante, da ist ein Medium, was der Herr Volkermar kennt, hat sich dort zur Verfügung gestellt, abends nochmal eine Beeinflussung machen zu wollen, also quasi zwischen hier und hier hat er sich vor die Torsionswaage gestellt, hat auch wieder Kontakt aufgenommen, wollte, dass es sich bewegt, und es gab danach sofort eine Reaktion. Und wir sehen halt andauernd solche Sachen. Aber wie gesagt, es ist halt nicht nur das. Wir haben dann angefangen, das Ganze mit Zufallsgeneratoren zu kombinieren. Jetzt nicht die Torsionswaage an sich, sondern die Kosireff-Spiegel. Wir haben auch so einen Kosireff-Spiegel bei uns im Institut stehen. Und in diesen Geräten sind auch kleine Kosireff-Spiegel verbaut. Und die Idee ist, gibt es da eine Zusammenwirkung zwischen oder eine Informationsübertragung zwischen dem großen Kosireff-Spiegel und dem kleinen Kosireff-Spiegel. Hier ist eine Rauschdiode verbaut. Die Rauschdiode, das will ich jetzt auch gar nicht im Detail klären. Es wird auf jeden Fall das Rauschen untersucht, die Statistik wird untersucht und der Mittelwert wird aufgetragen. Und wenn sich ein Proband davor setzt, und das, so sollte es eigentlich aussehen, wenn es ein richtiger, klarer Zufallsprozess ist, der nicht beeinflussbar ist, dann dreht sich der Abweichung vom Mittelwert ist gering und wechselt und bewegt sich halt um diese Kurve. Das ist jetzt genau vor dem Gerät gewesen, vor dem Zufallsgenerator. Das ist jetzt kurze Zeit später gleiche Meditationsübung im Kosireff-Spiegel, Einfluss auf das Gerät, was außerhalb liegt. Ja, und man sieht, dass die Tendenz dazu geht, dass der Mittelwert immer stärker abweicht von dem, was man eigentlich erwarten sollte. Von dem. Und danach gab es die mit der Intention, in die andere Richtung zu gehen. Und was jetzt hier passiert ist, ist die Frage, hat die Konzentration nachgelassen, das weiß ich nicht genau,
auf jeden Fall sehen die Kurven anders aus als die Kurven, wo es nur um den, den Mittelwert geht. Und das ist zurzeit eine Studie, die läuft, zu gucken, ob man diese Beeinflussung der der Zufallsprozesse verstärken kann, indem man den Kursserif-Spiegel benutzt. Genau, dann hat der Thorsten schon über das Experiment geredet mit diesen einzelnen Elektronen. Wir wollen halt mehr zu den Quantenobjekten gehen. Wir denken, dass da mehr zu machen ist und eben halt man kann einzelne Quanten untersuchen, muss nicht mehr mit den ganzen mit der Statistik sich rumärgern und vor allen Dingen viele Millionen, Trillionen Teilchen untersuchen, sondern dass man hat eben halt ein Quant, was man für eine gewisse Zeit beobachten kann. Ja, das ist das, was als nächstes passiert. Wir wollen auch die Studie weiterführen, um zu gucken, dass man Probanden rankriegt, mit Probanden da arbeitet und dann vielleicht auch zu den Kursserif-Experimenten klare Aussagen machen kann. Genau, wir haben noch einen Stand da vorne im Foyer, wo man mit uns reden kann, Fragen stellen kann zu den einzelnen Experimenten. Wir sind jetzt ziemlich durchgerauscht. Wir machen das ja jetzt auch schon 7, 8 Jahre. Da können wir nicht alles so darstellen, was wir gemacht haben. Kontaktmöglichkeiten, ich habe auch Kärtchen da, aber unsere Homepage und E-Mail-Adressen und eben das Forschungsvideo. Ja. Vielen Dank. Wer Fragen hat, kann gerne noch Fragen stellen. Okay, ja.